Die Ausgangslage war bei uns, wir haben eine hohe Krankenstandsstatistik gehabt, eine der schwerwiegenderen Kennzahlen bei uns. In unserer Betriebsgröße bedeutet 1% mehr Krankenstände einen Kostenfaktor von 50.000 bis 70.000 Euro im Jahr. In einem Produktionsbetrieb wie unserem haben wir natürlich auch diverseste Faktoren, die gesundheitsschädigend sind, wie zum Beispiel Lärm, Staub oder schweres Heben. Die gesetzliche Fürsorgepflicht trifft alle Unternehmer für ihre Beschäftigten. Dies ist aber keine lästige Verpflichtung, sondern kann zu einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten führen. Unser primäres Ziel ist, die Arbeitsbedingungen und das Arbeitsumfeld unserer Mitarbeiter zu verbessern, mit dem gewünschten Effekt, dass wir Krankenstände und Fluktuationsrate senken möchten, aber die Produktivität unserer Mitarbeiter natürlich verbessern möchten. Gerade als Dienstleistungsbetrieb ist es uns besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiter mit unseren Kunden und Kundinnen interagieren. Geht es unserem Team nicht gut, merken unsere Kunden und Kundinnen das sofort. Über die AUVA haben wir dann vom Fit2Work gehört und mit dem Kostenfaktor unsere Vorstände überzeugen können, für den Betrieb Kosten zu sparen und für die Menschen was Gutes zu tun. Das kostenlose und freiwillige Angebot Fit2Work liefert für Unternehmen aller Größen Informationen, Beratung und Unterstützung zu den Themen Arbeit und Gesundheit. Die Fit2Work Betriebsberatung beginnt mit der Sensibilisierung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Es wird eine Ist-Analyse durchgeführt, unter anderem mit dem Fragebogen AWI Plus. In Folge erarbeitet die Steuergruppe Maßnahmen für Mitarbeitergruppen und einzelne Mitarbeiterinnen. Maßnahmen werden umgesetzt, gemeinsam mit externen Kooperationspartnern und Unterstützungsangeboten. Und im Abschluss bildet immer eine Evaluierung, was haben die Maßnahmen gebracht, wo steht der Betrieb. Wir haben den Fit2Work-Informationsbrief bei der Gehaltsabrechnung inkludiert und danach gleich im Anschluss die Führungskräfte aller Abteilungen informiert. Besonders wichtig war, dass die Betriebsrätin alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen persönlich angesprochen hat. Dadurch konnten wir bei dem Fragebogen eine Rückrufquote von 80% erreichen. Der Fragebogen orientiert sich entlang dem Haus der Arbeitsfähigkeit mit den 4 Stockwerken, wobei man die nicht hierarchisch zu verstehen hat, sondern die greifen wie Zahnräder ineinander. Ganz zentral ist sicher der 4. Stock mit allem, was Arbeitsorganisation Führung betrifft. Und genau dort hat Manner einerseits sehr stark angesetzt, und zwar hat man mit Führungskräften, mit Prozessen, Abläufen gearbeitet. Auf der anderen Seite, wir sind mit einem Produktionsunternehmen, ging es um die Arbeitsumgebung. Klima, Lärm, visuelle Belastungen, all dort wurde angesetzt und entsprechende Ergebnisse erzielt. Wir konnten bei Manna in fast jeder Abteilung Maßnahmen setzen, sowie das Bereitstellen von Hebehilfen, durchs Zukaufen von ergonomischen Sesseln, Stehhilfen und die Gratisverteilung von Obst und Salate in der Kantine. Es geht vor allem darum, dass man sich innerhalb der Steuerungsgruppe auf Augenhöhe begegnet, um gemeinsam gute Lösungen zu finden. Das ist eine Grundhaltung von Geben und Nehmen, eine Grundhaltung von Hinhören und gemeinsam versuchen, Dinge ernst zu nehmen, Lösungen herbeizuführen. Die Fit2Work-Betriebsberatung hat grundsätzlich 2 Schienen. Einerseits unterstützt sie Abteilungen, Mitarbeitergruppen in Unternehmen in ihrer Arbeitsfähigkeit. Andererseits werden einzelne Personen, die gesundheitlich gefährdet sind, unterstützt. Hier ist es oft hilfreich, auch auf die Fit2Work-Personenberatung hinzuweisen und diese einzubeziehen. Viele Mitarbeiterinnen nehmen das auch in Anspruch. Fit2Work gibt Stabilität für die gesamte Organisation, für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, für alle Kunden und Kundinnen. Und vor allem für jene Mitarbeiter, die gesundheitliche Probleme haben und sich innerhalb des Hauses jobmäßig verändern müssen. Wir hatten beispielsweise eine Mitarbeiterin im Pflegebereich, die seit über 30 Jahren bei uns ist und schafft aber diese körperliche Arbeit nicht mehr. Um diese Hauserfahrung und Patientenkenntnis nicht zu verlieren, haben wir im Controlling und Qualitätsmanagement einen neuen Job kreiert. Und jetzt ist alles wunderbar für beide Seiten. Fit2Work ist eine österreichweite Partnerschaft zum langfristigen Erhalt der Arbeitsfähigkeit und für gute und gesunde Arbeit für alle Altersgruppen. Bei uns griff die Entwicklung nach ungefähr 3 Jahren und die Krankenstände gingen um ca. 2% zurück.